Moin, willkommen auf meinem Kanal. Es geht genau da weiter, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Wir haben hier ja zuletzt die 1600 Meter geschafft, Gott sei Dank. Und da ist Natrium, wenn ich da nicht schon so viel von hätte, würde ich jetzt sagen, da aber nichts wie hin. Ne? Ich brauche mehr Platz im Exo-Anzug. Raumschiff habe ich ja voll ausgebaut, Multiwerkzeug auch. Aber hier, ich will das mal ins Raumschiff schmeißen hier, den kam auch. Und das ebenfalls, die Splitter auch. Das gehört sowieso ins Raumschiff und das habe ich da auch alles, glaube ich. Dann gucken wir mal, 41, es bleibt immer bei 41. Gold, Gold und Silber hätte ich gern. Kommt der ganze Kram her. Was habe ich denn da abgebaut? Das kann hier bleiben. Geht ja gar nicht, da auch nicht, da sind ja gar keine Plätze. Scheiße. Also, das lassen wir erstmal noch, ne? Und das wird noch rüber geschubst und das auch noch. Dies hier. So, jetzt will ich aber die hier, die schmeiße ich jetzt in den Exo-Anzug. Ne, weil ich nicht weiß, wenn ich das nächste Mal hier was machen kann, ob das Spiel automatisch die Sachen mitnimmt, die im Raumschiff sind. Ne? Und deswegen, da ist noch einer. Wenn wir die alle durchziehen können, dann wäre das klasse. Ne? So. Wird da gebaut. So, ich möchte jetzt mal schauen, was kriegen wir jetzt? Wir haben jetzt Phase 2 abgeschlossen, jetzt sind wir hier, ne? Phase 3, vorgepackte Unterlichtverstärker, bla bla bla. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Multiwerkzeug wird ausgebaut. Minotaurus. Ein abgestürztes Schiff. Ach schade, das habe ich ja gar nicht gemacht. Da hatte ich ja schon die Koordinaten bekommen. Ne? Wegpunkte 8 von 12 haben wir schon. Das ist gut. Ruinen entdecken. Da hat er die leider nicht mitgezählt vorhin. Das ist ärgerlich. Oder im letzten Video. Suche den Standort. So, ich wollte ja gucken, was gibt es. Fortgeschrittene. So, und hier. Da ist auch nicht das, was ich suche. Raumschiffklasse, Raumschiff-Inventarplatz. Da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, ne? Das ist ja ärgerlich, mal ganz ehrlich, ne? Das nervt. Multiwerkzeug. Ja. Na gut. Ich kann es ja ohnehin nicht ändern. Also los. Ich nähere mich der Leere und beginne meinen Traum. Dreamer, nothing but a dreamer. Auch nicht mehr bekannt. Supertramp. Supertrampel, habe ich da immer so gesagt. Aber es trifft sie auch nicht.
Und es ist ganz schön lange her, da waren viele noch nicht geboren. So, jetzt gibt es wieder den Drei-Punkte-Traum. Und, da ist er. Weiß nicht, ob ich die nicht schon eingebaut habe, das werde ich aber gleich rauskriegen. Bitschung, und nochmal, Bitschung. Der ist schon installiert, siehst du, und der muss der andere da drüber irgendwo sein, da oben. Ne, ist auch grau. Das hatte ich alles schon da drin, ne? Der ist ja andererseits natürlich auch gut so, ne? So. Was ist jetzt? Jetzt ein abgestürztes Schiff. Zu welchem Stern wollen wir denn mal fliegen und das machen? Tropisch. Oder gemäßigt, nehmen wir den. Den machen wir doch gleich mit. Oh, oh. Ah ja, das ist gut, das Wasser. Dann gucken wir erstmal hier, ne? So, Signalbooster und dann mal sehen, ob er eins entdeckt. Mal wieder zu dicht dran. Wir müssen also ein Stoßgebiet machen, Stoßladegerät, so. Dann machen wir gleich mal ein paar Stück, da brauchen wir sowieso viele von. Machen wir mal 10 Stück, mal sehen, ob das reicht. Wir werden sehen, na 11, gut, auch gut. Das ist ja schon mal gut. Zwei Stunden, das heißt, wir müssen erstmal in den Weltall hinein. So, jetzt habe ich X gedrückt und jetzt, na, ich drücke das immer erst, wenn ich ein bisschen höher bin, weil sonst landet er wieder. Und das ist nicht mein Wunsch.
Ah, ich wollte gerade sagen, wieder kein Schiff, aber es ist eins da. Gott sei Dank. Sehr schön, denn. Oh, sogar ein schönes Schiff. Hier waren schon andere. Nein. Ach du Scheiße, wieder hier so ein. Muss ich da rauffliegen, ne? Mal gucken, ob wir den noch irgendwie hier so kriegen. Ja, da ist er. Hammer, der Vulcan. Beanspruchen, jawohl. So. Was bist du denn für ein Henry? Auf Witzbold. So, dann machen wir das Ding mal klar hier. Ein Siegel, eine Metallplatte. Ja, das habe ich alles im anderen. Dann gucken wir mal. Siegel, eine Metallplatte und magnetisiertes Ferrit und Deuterium. So. Metallplatten hatte ich doch auch gekauft, glaube ich, oder? Deuterium haben wir ja nicht viel, aber da müssen wir noch mehr haben, da. So. Und was war das noch? Metallplatte. Da. Ferrit. Magnetisiertes Ferrit. Das. Das ist reines. Nee, reines. Habe ich gar kein magnetisiertes. Fertig. Das ist nicht gut. Dann schmeißen wir uns das in den nächsten Anzug. Steigen wieder aus. Ach so, da oben ist er ja. So. Dann machen wir das eben zur Laufzeit fertig und gut ist. Nö, das. Dann hast du auch das wieder flott gemacht. Mehr brauchst du nicht machen, also den Schild oder so reparieren brauchst du nicht. Ein Solare der B-Klasse. So, das war's jetzt. Siehst du, jetzt haben wir das wieder hergestellt. Und nun stehen wir hier oben. Was machen die denn da? Ja, na, 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 na. Und wechseln das Raumschiff. Und holen uns die Belohnung.
ist das auch nicht. Aber Hyperantrieb, wo ist das Ding? Ist das dann nachher? Das waren doch zweimal A-Klasse Hyperantrieb. Ist das hier? So, und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir ein das Indium oder System aufsuchen. Also blaue Sternsysteme. Es gibt aber auch eine Hilfe. Dieses Symbol, was rechts zu sehen ist, diese Zacken, die Stromzacken oder wie auch immer du das nennen willst. Da haben wir ja schon mal ein System, aber oftmals sind da nur zwei und du musst drei Kreaturen entdecken. Ja, mal gucken. Irgendwie sind das die kleinen Monde. Oftmals das haben, was man sucht. Also, ne, so Halbmonde und Ganzmonde. Ja, sehr schön, da und drauf. Ja, die Nachricht kann jetzt auch warten. So, das Spiel sagt dann auch, aber nicht als erstes leider, dass hier was zu finden ist oder nicht. Warten wir mal. Keine Lebenszeichen auf der aktuellen Welt entdeckt. Also Schissikowski. Hier war ja gleich noch ein Planet. Mal sehen, wo der ist. Eigentlich so ein fettes Ding sein hier direkt über mir oder was, ne, da. Ja, das ist der Mond, da muss ja der Planet dahinter sein, da ist er. Na los. Water. Water, there's water. Keine Lebenszeichen. Okay, also scheißen wir Bescheid. Ja, wissen wir Bescheid? Das ist auch ganz gut so. Hier will ich auch nicht bauen, auch wenn es am Wasser schön ist. So, was haben wir denn jetzt noch hier offen? Wer ist denn am dichtesten? Du siehst am dichtesten aus. Du bist der Mond. Wir müssen weiter vom Planeten weg sein, damit es angezeigt wird. Ja, das war der Mond.
Dann nehmen wir jetzt den da. Verdorben, du Verdorbener, du. Los, komm, umschalten. Keine Lebenszeichen. Ja, hier ist wieder, da habe ich auch schön eine Kristall. Ja, okay. Hüpfende Ananas war auch zu sehen. Okay. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Stützenplanet, der ist es. Hat ja auch Misdirection entdeckt. Ja, ist nebenberuflich Domina, die sagt, wo es lang geht. Ne? Deswegen heißt sie Misdirection. Oh, hier ist meistens nur ein Lebewesen. Da kann man wieder sich anstreichen. Da kriegt man wieder Naniten. 250, wenn man jetzt hier das findet. Das eine Lebewesen. Aber ich finde es nicht. Doch, eins. Eins von eins. Das bedeutet, wir können gleich hier drücken. Gegen 250 Naniten. Und guck es. Da können wir auch wieder Arrivederci sagen. Also ich habe immer das Talent, dass ich immer zuletzt das erste erreiche oder falsch rumgehe oder was auch immer. Also, muss man auch erstmal können, ne? Ne, von da sind wir gekommen. Den hätten wir ja. Ja, EOHIT hatten wir. Da waren wir und. Wir müssen da noch hin. Gerne mir das leid tut. Ja, Itonia Primus. Planet des Lichts. Planet of Light. Tut mir leid. Oh, schnell auffüllen. Die Automatik, die ist nicht so schnell. Wenn ich es rufen muss und das ist nicht geladen, dann ärgere ich mich. Oh, was haben wir hier denn? Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Hat einer aber gleich mitgedacht. Ihrer Platz, schön.
für die geladenen Gäste. Ja, wieder nicht so gebaut wie es soll. Oh, der hat aber rausgehauen hier mit der Rufstation und allem. Mein Literpott. Also, Nebenzeichen entdeckt, da. Eins und zwei. Zwei. Ne, mehr gibt es hier nicht. Und ich muss dann noch einen entdecken, aber erstmal doch 500 Nanditen einsacken. Schönen Dank, ne? So. Alle synthetischen Lebensformen in diesem System gefunden. Arrivederci. Honey. Oh, Honey, Honey. Nächstes System. Müssen wir wieder nach diesem Symbol Ausschau halten. Ach Scheiße, jetzt haben wir die. Ja, ist egal, jetzt. Das sieht aber so aus, als wenn da die Treffpunktwelt ist, ne? Na, dann machen wir das erstmal. Müssen wir nochmal umschreiben. Dann wollen wir mal umschalten. Auftritt des Treffen. Oh, jetzt geht das wieder los mit dem verfallenen Frachter. Das geht mir echt auf den Senkel. So, da hat er auch jetzt hier, da ist das Signal, aber ich will erstmal in die Raumstation, damit wir da notfalls wieder hinfinden. Treffen 3. Sehr gut gemacht. Und dann ist das jetzt der Frachter, glaube ich. Das ist der Frachter. Mit großer Scharweinlichkeit. So, wo ist er denn? Da unten. Da müssen wir hin. Stopp. Very well. Na komm, ich will den Treffpunkt angezeigt kriegen. Mal sehen, ob er den halten kann. I do. W11. I do. Ja, das war noch Musik, ne? Aber so, und was die heute singen da. Ehrlich, das flacht alles immer mehr ab, finde ich. Aber das ist halt mein Empfinden. Andere finden das ja toll, die schnimmen sofort mit und lalalala. Ja. Das ist, wenn man 70 Jahre alt ist und verschiedene Musikströmungen schon hinter sich hat. Ne? Ist wahrscheinlich auch so, wo man früh drauf gepolt wurde. Das begleitet einen das ganze Leben und das wird wahrscheinlich den jungen Leuten auch so gehen. Die wachsen dann mit diesem oder jenem auf und dann
Habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir hin. Schon gewundert, dass ich da gar nicht gegengekommen bin. Ich glaube, da muss ich noch einen weiter kommen. Oh, hier, guck mal, hier hat einer ein riesen Ding gebaut, aber wozu das gut ist, weiß auch kein Mensch. Aber warte mal, hier könnte, das könnte auch sein, dass hier jetzt nur so ein kleiner Vorsprung im Fels ist. Ja, so wie da zum Beispiel. Oder so, ne? Oder da. Ne, da ist es. Da ist es. Da ist es. Schätze ich mal. Yep. Das müsste es sein hier. Nicht, aber ich wollte gerade sagen, wenn man sich nicht sicher ist, muss man noch mal scannen, dann merkt das Programm das. Gut. Dann holen wir uns die Bonbons. Ja, da müssen wir jetzt doch nochmal hier ein blaues System anfliegen. Mal eben gucken, was haben wir denn hier noch? Wegpunkte, ja. Oh, Wegpunkte, das müsste eigentlich hier einen geben. Das müsste hier eigentlich einen Wegpunkt geben. Da. Oh, guck mal, da hat wieder einer. Die Brut abgeschossen. Ja, dann. In der Raumstation war ich doch, ne? Ich glaube schon, ja. Doch, 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 ja. Ja, 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 ja. So, blaue Systeme. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die erkennen. Balu, die sind nämlich so fast weiß hier. So, ich drück mal. Könnte sein, dass das ein blaues System ist. Wir werden es gleich wissen. Hier ist nichts. Die gucken aber mal. Bin ich doof? Es ist ein blaues System. Warum? Macht er nicht, ich habe hier welche entdeckt. Aktuelle Mission, dann nehmen wir das jetzt mal. Aha, ja, kein Treibstoff, na dann. Dann machen wir da Treibstoff rein. Das ist ja nicht das Ding, ne? Da muss ich ja, ne? Und überhaupt. Ja, machen wir das erstmal, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Und. Thank you.
Also in den Systemen gibt es jetzt nicht unbedingt immer Raumstationen. Ne? Also nicht wundern, wenn ihr keine seht. Das ist für diese Systeme oftmals normal. Hau ab mit deinen Wolken. Los, geh weg. Blödes. Hier gibt es keine. Und tschüss. Da waren wir doch. Hier sind zwei Stück. Dann nehmen wir erstmal den, der am dichtesten dran ist. Boah, hier, guck mal, ist das eine Ablagerung oder ne? Das ist nur ein blau gefärbter Stein. Oh, hier könnte was sein, mal gucken. Hier sind aber keine, ach Mann. Also ein Schuss. Immer der Letzte, ne? Murphy, Murphy, Murphy. Sag ich da bloß. Du Murphy, du. Ich glaube, da waren wir, ne? Nun komm. Ja, LTK mal. Da müssen wir jetzt. Da waren wir und wir müssen dahin, wo Alexander ist. Und da hoch nicht ist, habe ich einen Planeten übersehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo war ich denn jetzt noch nicht?
Mal gucken hier. Ja. War doch auf jedem Planeten Taha. Eltinkama. Nee, da war ich noch nicht. Fakewiss. Oh. Das ist bestimmt der da hinten. Zensiert Mond. Clock Old Bones. So. Igor, geh weg da, ich komm. Weg, 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 weg. I come now. I'm landing. A little step for me, a big step for the mankind. Nicht? Alter Spruch der Mondlüge. Da bist du ja, die tödliche Lebensform. Ah. Das war aber auch hart. Mal gucken, ob hier noch mehr sind. Ja, Grabstätte hätten wir jetzt auch machen können, aber haben wir ja alles schon. Ist hier bloß eine? Ne, eins von zwei. Also, wenn dann will ich auch hier zum Anschlag gehen jetzt. Volles Ding. Da, siehst du? Lass mir doch die 500 Euro nicht aus der Nase ziehen, Freundchen. Ne? Zack, Abschluss. Wow, ne? Danke sehr. Und jetzt können wir... Bob, es lebt. Jetzt kriegen wir Minotaurus. Das ist geil, ne? Das ist eigentlich mein liebstes Teil, wenn das ausgebaut ist, ne? Jo. So, damit haben wir Phase 3 jetzt auch abgeschlossen. Kriegen wir dieses Begleiter-Ding da. Begleiter, oh, der ist ein furchtbares Viech. Den musst du mit Fleisch füttern. Da kannst du nicht diese Nahrung nehmen, mit denen du sonst die Tiere anlockst. Ne, das wollte ich nur mal bemerkt haben. So, was kommt denn jetzt hier? Wegpunkte planen. 1000 600 Nanit, bla bla bla, Antigerin. Jo, alles klar. So, dann speichere ich mal ab. Phase 3 erfolgreich abgeschlossen. Ich sage erstmal wieder Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Da geht es genau hier weiter. Bis dahin, viel Spaß beim selber spielen. Tschüss.